We're motherfucking Vegas! Ja, Leute, ihr seht, wir sind mal wieder hier. Bro! Good morning! Es ist eskaliert gestern. Gestern ist hart eskaliert, ja. Fuck. Gestern ist wirklich easy eskaliert, Leute. Fuck. Gut eskaliert. Deswegen gibt es auch hier direkt die doppelte Menge Aminos, Leute. Ich will's euch jetzt wirklich ehrlich sagen. Ich habe gestern 3 Gläser White Wine getrunken, weißer, gespritzter Wein. Und das Zeug hat mich in den verdammten siebten Himmel katapultiert. Bro, wie war ich gestern drauf? Ja. Easy am Start. Ey Leute, ich sag's euch, wenn ihr, wie ich, einmal im Jahr ein bisschen Rotwein trinkt oder so, dann habt ihr einen richtig guten Flash mit dem Zeug. Also ich hätte es nicht erwartet. Ich weiß gar nicht, wie ich dazu gekommen bin. Ich habe einfach plötzlich weißen Wein am Start gehabt. Und ja, eben wie gesagt, ich habe ja schon Videos gemacht über Alkohol und Partys etc. Und ja, es war eine Ausnahme, Leute. Ich mache das sicher nicht jeden Tag. Ich bin auch sonst gut drauf, aber gestern war es natürlich schon nochmal ein Level up. Und entsprechend sind wir auch erst um 6:30 nach Hause gekommen. Und ich zeige euch mir kurz hier die Aussicht. Jetzt sind wir hier dieses Mal im Wynn Hotel. Ihr habt ja sicher die Vlogs gesehen von Patrick. Im letzten Mal waren wir im Cosmopolitan. Hatten wir ein bisschen eine coolere Aussicht, finde ich. Auf dem Pool, hier sind wir jetzt so ein bisschen am Strip, beziehungsweise hinter dem Strip. Hier wird gerade was Neues errichtet, Bro. Wie heißt das Ding schon wieder? Resort World. Resort World. Resort World. Es wird so 2-3 Jahren fertig sein. 3 Hotels sind geplant und ein Riesenprojekt, Riesenbauprojekt. Du hast mir gestern noch ein bisschen was erzählt davon. Ne? Viele Arbeitsplätze werden geschaffen. So. Ja, Leute, es werden sehr viele Arbeitsplätze geschaffen. Ja. Vegas ist so bekannt dafür. Ja. Und es wird auch nur brutal, Leute. Also schaut, dass ihr in 3 Jahren hier am Start seid. Auf jeden Fall. Spätestens in 3 Jahren. Hier haben wir noch ein paar Kidneybohnen mitgenommen. Das war noch das Überbleibsel. Und was ich jetzt zuerst mal brauche, ist auf jeden Fall noch ein Plantain-Shake. Ich habe mir jetzt gerade alles reingemischt hier. Also sogar das Fundament und die Infusion, weil ich das eigentlich ja geplant hätte, heute noch ein Beintraining durchzuhassen, aber Leute, ich habe jetzt irgendwie seit 18 Stunden nichts mehr gegessen. Ich komme mir einfach nur noch flach vor, ich muss jetzt einfach was reinfießen. Und es sind ja jetzt wirklich die letzten Tage hier und ich denke, so 4 Tage Vegas, da ist der körperliche Zerfall noch in Grenzen zu halten. Und ich freue mich wirklich riesig, ich freue mich wirklich wieder back on track zu kommen, also wieder in die Schweiz, wieder trainieren regelmäßig, jeden Morgen aufstehen, Frühstück machen, trainieren gehen, arbeiten. Ich freue mich wirklich wieder auf einen bisschen geregelten Arbeitsablauf oder beziehungsweise Tagesablauf. Arbeitsablauf ist bei mir auch immer anders. Es sind viele Sachen geplant, Leute. Wir haben, also zuerst gehen wir nochmal kurz auf Teneriffa. Da werden wir dann sicher auch 1-2 Vlogs machen, denke ich mal. Ich werde vor allem die Zeit mit meiner Mutter verbringen. Ich habe euch das schon mal in einem Off-Topic-Video gesagt, dass ich hier zum 50. Geburtstag diese Reise geschenkt habe und deswegen werde ich dort mich auf jeden Fall auch mir auf jeden Fall auch Zeit für sie nehmen, für meine Familie. Patrick kommt auch mit, der ist auch dort mit seiner Family, wird sich auch dort ein bisschen in sich gehen und auch die ganzen 7 Wochen, die wir jetzt hier waren, in den USA verarbeiten. Deswegen so viel zu dem. Und dann sind wir erstens mal am 29. August, 29. und 30. August, ich werde einen Link für die Tickets, werde ich unten in die Beschreibung packen, könnt ihr das mal abchecken, werden wir in München sein bei der UConn. Das heißt, es ist ein 2-tägiges Event, wo ich auch einen Vortrag halten werde über den ganzen Natural Bodybuilding Sport, über das Thema Selbstreflexion, wie es einem weiterbringt und auch über das Thema Flexitarismus, also Flexitarier, was ich ja momentan so seit einem halben Jahr mache, das heißt wirklich vorwiegend vegan mit ein paar Ausnahmen, wieso ich genau diese Ernährungsform gewählt habe und wieso sie mir in meinen Augen auch so optimal erscheint. Das heißt, ich werde dort einen Vortrag halten, Patrick wird einen Vortrag halten über Bodybuilding, über Lifestyle, über Reisen, Karl wird dort sein, Ben, Ike, also es wird ein größeres Event, ich freue mich übelst drauf und eben die Tickets könnt ihr vorbestellen, sind unten in der Beschreibung, kommt alle vorbei nach München, Leute, ich würde mich übelst freuen, ich werde auch schauen, dass ich mir nach dem Vortrag sicher noch ein bisschen Zeit nehmen kann für ein paar Q&As, Gesundheit, Bro, okay. Für ein paar Q&As und eben vielleicht auch mit dem einen oder anderen nochmal ein bisschen Face-to-Face quatschen, ihr wisst ja, die Leute, die mich schon getroffen haben, dass ich das sehr gerne mache und ja, das ist eigentlich alles soweit. Ich werde jetzt die Cam mal kurz ein bisschen mitnehmen, mal schauen, was läuft. Wir gehen jetzt mal auf Essenssuche, checken es ab und ich würde sagen, ich melde mich später nochmal. Bis nachher.
weiß, die Sonne scheint hier drin nicht, aber das ist die Vegas. Wir wissen auch nicht, was für Zeit das ist. Das ist das Vegas-Outfit. Ich kann hier wirklich ohne Brille nicht mehr rumlaufen. Hier weiß man auch nie, was für Zeit ist. Meine ja. Das ist keine Zeit in Vegas. Das kommt noch dazu, meine Augen fallen gerade zu. Und wir sind jetzt, ich glaube, gefühlte 4 Kilometer gelaufen. Hin und zurück, hin und zurück, weil wir den Dresscode nicht... Wir dürfen nicht filmen hier. Wir dürfen nicht filmen, Leute. Sorry. Ja, da sind wir wieder. Auf jeden Fall haben wir den Dresscode nicht erfüllt. Mussten uns jetzt T-Shirt anziehen. Und jetzt kommen wir hoffentlich rein. Wir müssen jetzt ins Buffet. Ziehen uns jetzt hier All-Inclusive rein. Für, glaube ich, $40 oder $30 kann man sich hier alles geben. Das haben wir auch schon in Cosmo gemacht. Bin mal jetzt gespannt, wie das Buffet hier ist. Hier, Lunch. Ja, es ist nur noch 4 Minuten haben wir. Müssen wir Gas geben, Mann. Jetzt müssen wir richtig Gas geben. Shit. Alright, Leute, ich mach's kurz und schmerzlos. Ich bin am Verhungern. Hier haben wir jetzt den ersten Gang. Das werden die Früchte sein. Direkt danach die Spargeln. Ihr wisst ja, Leute, wie ich das mache. Ich esse immer so ein bisschen leicht verdauliche Sachen zuerst. Patrick, was ziehst du dir hier rein? Ja, auch die Micros selber, zuerst, ja. Die Micros zuerst, Leute. Und dann gibt's hier einen Organic Quinoa Salat scheinbar. Gains. Und ich teste das Ding jetzt mal. Das Buffet ist ziemlich aus, ist ziemlich groß und übersichtlich. Bin mal gespannt. Wie war's für dich so? Endlos groß. Endlos groß, ne? So Leute, der Quinoa-Salat ist good as fuck. GAF-Rating würde jetzt Chris Jones sagen. Wir haben hier Algensalat. Autofokus ist wieder mal im Sacken hier. Ja? Ja. Dann haben wir hier noch die hier, die jeder Name. Frutas und Sushi, ja? Yes. Ja, nice. Das ist so gemixt, ne? Dann gibt's ein Sushi. Nachher kommen die Carbs rein bei mir. Nachher die Carbs ist Bro. Pizza hier. Sweet Potato. Rutsch hat was vor. Bulking Season 2015. Gut. Ja, sehr geil. Hol ich mir auch gerade noch. Also ihr seht, Leute, ihr könnt hier wirklich easy reinmampfen für $33. Ich werde jetzt meine anderen Gänge dann auch noch mal filmen. Ich denke, ich werde 2000 Kalorien reinbringen jetzt, vielleicht 2,5. Weil am Abend werde ich dann erst wieder um 9:30 essen. Also ich esse in Vegas meistens so 2x pro Tag. Morgen noch ein Shake, that's it. Und so kann man es eigentlich auch hier ziemlich easy durchziehen. Und yes, jetzt geht's weiter. So Leute, hier ein bisschen unspektakulärer geht's weiter. Einen kleinen Algensalat. Plain White Rice. Patrick ist schon neugierig geworden, weil ich den gefunden habe. Das hier ist ein Sweet Potato. Aber ihr seht, Leute, er ist übelst fettig. Und jetzt zeige ich euch den Bro-Trick, wie ihr 3 Gramm Fett einsparen könnt. 3 Gramm? 3 Gramm. Einmal so. Seht ihr? Das sind schon 2 Gramm hier. Seht ihr? Whippen wir ihn noch schnell. Bam, ihr seht, hier am Teller ist auch schon ein halbes Gramm wieder. Hier ist auch was. So, hier noch ein bisschen Kartoffelstock mit schwarzem Trüffel. 3 Gramm Fett hier eingespart, 0 Gramm Fett, 2 Gramm Fett. If it fits your macros, läuft. 10 Gramm Fett. Oder? Gaining, if it fits your macros style. Auch wenn das ein paar Leute aus der Steinzeit noch nicht eingesehen haben. Mikro, was Bro, was? Wo findest du das Zeug? Hey Leute, ich suche mir hier die guten Sachen raus. Ich habe mir jetzt hier 3 Cookies. 3 Cookies rangezogen. Nee, sind nicht. Sind dort, wo die Früchte sind. Bananen, Chocolate Chip Cookie. 5 Spot. Nee, das ist der 5. Das ist der Oatmeal Cookie. Raisin, Oatmeal, Raisin Cookie. Chocolate Cookie und das ist der Peanut Butter Cookie. Mm. Bro, if it fits your macros, Stunde. Komm, machen wir mal einen kleinen Test. Was denkst du? Also wie würdet ihr jetzt vorgehen, Leute? Wir machen jetzt mal hier eine kleine Schätzung. 80 Gramm Fett, 520 Gramm Kohlenhydrate, 2 Gramm Proteine. 2 Gramm Proteins. Also ich selbst, Leute, ich erkläre euch jetzt, wie ich hier vorgehe. Und zwar habe ich hier einen Cookie. Ich könnte den jetzt auf die Waage legen. Ich würde jetzt mal sagen, so ein Cookie wiegt circa gute 20 Gramm. Der vielleicht ein bisschen mehr hier. Der 30, 25 Gramm, ja. 20, 25 Gramm, der auch eher 30 hier. Das heißt, wir haben hier 30 Gramm Masse. Das heißt, logischerweise können jetzt hier von diesem Cookie, das kann, also wenn jetzt zum Beispiel jemand sagt, der hätte schon irgendwie 10 Gramm Fett, dann wüsstet ihr natürlich, das ist falsch, weil ihr seht ja, die Grundmasse besteht aus Mehl. Aus Mehl, wir haben hier, also als Hauptanteil sicher Carbs, besonders bei dem hier. Hier ist vielleicht ein bisschen mehr Fett drin. Also ich würde jetzt so einen Cookie auf 3 bis 4 Gramm Fett schätzen, maximal 5 für den Peanut hier. Und sicher so 15 bis 20 Gramm Carbs und vielleicht 1 Protein. Und eben, das ist jetzt so ein bisschen die Pro-Stufe, so wie ich das mache. Also ich nehme das Nahrungsmittel auseinander und tracke das dann einfach individuell rein. Ihr könntet jetzt natürlich auch sagen, ey, ich mache es mir einfach. Google halt einfach, beziehungsweise ich gebe bei MyFitnessPal einfach irgendeinen Cookie ein, einen Chocolate Chip Cookie.
den man so kaufen kann und nehmen den diesen Wert. Das ist auch schon sehr akkurat, ich denke so in der Regel zu 80% und damit seid ihr eigentlich safe. Das heißt, das ist so meine Art. Und ihr müsst auch verstehen, wenn ihr natürlich immer euer eigenes Essen trackt, dann bekommt ihr auch wie eine, eben für mich wird so ein Cookie immer so um die 3, 4, 5 Gramm Fett haben. Auch wenn er jetzt 7 hätte, wenn ich das Leben lang immer so 5 Gramm für einen Cookie einrechne, dann wird das für meinen Körper logischerweise auch so irgendwann für meinen Körper stimmen, weil ich es ja immer so gemacht habe. Das heißt, die Kontinuität muss beibehalten werden. Und das ist eigentlich ganz easy, Leute. Das ist auch alles das, was ich im Lean Bulk System erkläre. Mittlerweile über 3500 zufriedene Kunden. Es werden täglich mehr. Und ich kann euch einfach anraten, besonders den Anfängern hier, wenn ihr noch nicht so den Plan habt, wie man Kalorien berechnet, wie nehmt ihr den zu, ohne fett zu werden. Denn es ist wirklich wichtig, dass man hier unterscheidet zwischen eben einer Person, die sich irgendwelche Steroide reinzieht und essen kann, was sie will und sowieso Muskeln zunimmt und weniger Fett oder eben auf dem naturalen Weg, auf dem langfristigen Weg, so wie wir es machen, ob ihr das Ganze am Schluss vegan macht oder nicht, das ist euch überlassen. Ich denke, jetzt macht in diesem Cookie auch ein bisschen tierische Produkte drin sind. Ich mache es mir da, wie ihr wisst, bekanntlich ein bisschen einfacher und lebe den flexitarischen Lifestyle, verzichte hier auf die ganzen Würste, den ganzen Scheiß und ziehe mir dann ab und zu mal einen guten Fisch im Sushi rein, im Sushi-Restaurant. Gell, Bro? So ist es, Leute. So that's es. What's up. Wir betreiben, weil ansonsten würde es auch gar nicht, irgendwann geht es ja gar nicht mehr auf, oder? Ja. Wenn jeder so viel Fleisch essen würde, die Welt, das würde ja gar nicht aufgehen. Eins und eins gibt zwei. Also darum immer mit bewusst essen. Bewusst essen. Ich denke, die Leute, die jetzt noch lachen über diesen ganzen Wandel und den immer noch als Trend bezeichnen, die werden sich in 20, 30 Jahren dann irgendwann schämen für ihre Aussagen, denn es ist eine logische Konsequenz, Leute. Es ist am Passieren, die ganze Geschichte. Und ihr werdet sehen. Ich bin mir zu 1000% sicher, dass die ganze Sache nach und nach an Überhand gewinnt. Hier in Amerika sind sie schon ein bisschen voraus. Überall die Lokale in LA, es ist alles boomt. Der vegan Lifestyle ist da. Und ich sage nicht, man muss es übertreiben. Ich finde jegliche Art von Extremismus scheiße. Ich finde es weder gut, wenn man nur vegan lebt. Ich finde es auch scheiße, wenn man sich nur Fleisch reinzieht. Man muss die gesunde Mitte finden, wie mit allem. Und ja, wie gesagt, wenn ihr aus ethischen Gründen weniger Fleisch esst, dann ist das auf jeden Fall schon mal der erste Schritt zur Besserung. Ich habe es selbst auch so gemacht. Und ihr findet dann selbst raus, wo ihr euch einpendeln wollt. Wir haben jetzt zum Beispiel jetzt auch zwei Leute hier, der Edin und der Brütsch, die haben jetzt auch die letzten Wochen mit uns relativ vegan, flexitarisch gelebt. Wie war es für dich? So, erklär mal so, wie du das so empfunden hast. Würde mich jetzt wundernehmen. Also, ich habe gelernt, dass man eigentlich den Eiweißgehalt auch durch die normale Ernährung aufnehmen kann. Und also durch die pflanzliche. Ja, einfach, das nicht wichtig ist, da am Morgen 300 Gramm Bulle, am Mittag 500 Gramm Rind. Also wir haben sehr wenig eigentlich Fleisch gegessen, ich fühle mich eigentlich gut. Ja. Ja. Also, du hast dich dazu getraut, du hast einfach gesagt, ich mache mit, easy peasy. Du hattest, glaube ich, so ein bisschen am Anfang noch so ein bisschen mit Blähungen zu kämpfen, wenn es mal so das ein oder andere Bohnen-Linsengericht gibt. Ist auch ganz verständlich, Leute. Ja. Aber eben, wenn ihr mehr zu diesem Thema wissen wollt, dann kommt, wie gesagt, am Ende August an die FitCon, an die UConn. Dort werden wir das Ganze noch vertieft angehen. Ich esse jetzt hier mal fertig, Leute. Ich hole mir nachher denke ich mal noch was. Ich bin noch nicht bei 2000 Kalorien. Versuche mich jetzt hier möglichst low-fat zu ernähren heute. Ihr wisst ja Bescheid, 60-65% meiner Kalorien gehen durch Carbs, 20-25% durch Protein und die restlichen 15-20%, je nachdem, durch Fett. That's it. Und wir machen jetzt hier mal den Laden dicht. Yeah. So, hier beim Pool, chilling at the beach, Leute. Und es ist ein ziemlich gemütlicher Pool. Hier oben noch das Wynn Hotel. Das ist das erste Hotel von Wynn gewesen. Das zweite ist das Encore, wo wir sind. Das ist ein sehr, sehr, sehr gutes Hotel, was den Service betrifft. Rein jetzt so vom Aufbau her des Hotels. Finde ich das Cosmopolitan, wo wir letztes Mal waren, mit Anja und Eda noch ein bisschen cooler. Aber ich kann euch empfehlen, also wenn ihr, ich sag's jetzt mal, hier am Strip ein Hotel haben wollt, dann sucht euch auf jeden Fall etwas hier aus, also entweder Cosmopolitan oder Wynn oder das Venetian, wo wir letztes Jahr waren, ist auch cool. Caesar Palace, eins von diesen vier würde ich mir persönlich holen. Ich war auch schon im MGM, was mir nicht so gut gefallen hat. Ist natürlich auch eine Kostenfrage, es gibt auch sehr günstige Hotels hier in der Nähe, wo ihr dann einfach ein bisschen weiterfahrt. Aber wie gesagt, hier ist der Service gut. Es ist alles dabei, Wasser, Tücher und so. Bekommt ihr alles dabei mit. Wir
schlafen jetzt hier ein bisschen, denke ich mal. Ich habe heute Nacht, glaube ich, 4 Stunden gepennt und bin entsprechend jetzt noch ein bisschen zur Sau. Und das sind natürlich auch Faktoren, die eine Rolle spielen, ob ihr dann wirklich eben ins Training gehen könnt oder nicht. Das heißt, ich lasse es noch mal spontan offen. Mal schauen. Gute Nacht. Boom! Vegas! Abend Nummer 2 hat soeben begonnen, Leute. Und Patrick, was geht? Bro, ich bin noch die letzten Coachings am machen. Hab wieder umgezogen. Easy Style. Easy Style. Ist es wieder ein Pro-Bro-Vesto, oder was? Schau mal! Bam! Pro-Bro-Vesto. Ja, aber die kommen vielleicht. Ja, mal schauen, ob sie sie bringen. Ja. Mit D-Neck, sag mal, dein Style. Style-Check wieder wie immer. Leute, ich probiere was Neues aus. Was meint ihr? Gebt mal Feedback. Ich find's cool. Mischung aus elegant. Ah, ich find's cool. Und sportlich. Wir gehen jetzt kurz ins Mastros Essen. Und zwar, ich glaube, es ist. Wie lange habe ich jetzt kein Filet mehr gegessen, Bro? Es muss ein halbes Jahr her sein. Das ist lange her, ja. Ich glaube, ich werde mir heute wieder ein Filet mal gönnen. Ja, musst du probieren jetzt. Das ist das Kleinste auf jeden Fall, weil ich will es nicht übertreiben. Vielleicht, habe ich mir überlegt, Digga, ziehe ich mir auch einen verdammten Hamburger, weil. Wo im Mastros? Ja, das könnte der beste Hamburger aller Zeiten werden. Ihr habt es vielleicht schon gesehen, Leute, Burger Launch. Momentan hart. Unangefochten. Wir müssen morgen sicher noch einen Shake Shack besuchen. Und ja, wie gesagt, wir gehen jetzt heute kurz essen. Danach gibt es ein Night Swim Party. Mhm. Das ist auch was, was ich euch empfehlen kann. Wir haben jetzt gestern mit Andrew, heißt der Andrew überhaupt? Andrew. Ein bisschen connected und meldet euch mal bei ihm, wenn ihr eine gute Connection für Vegas wollt. Wirklich ein guter Typ. Macht euch gute, auch, wie sagt man, Arrangements. Wenn ihr mal irgendwie, sag's mal, wenn ihr irgendwie mal was Blödes machen wollt, wie in den Stripclub gehen oder so. Hatten wir ja gestern auch, habt ihr vielleicht mitbekommen, je nachdem, auf Patricks Kanal. Ich weiß nicht, was du da alles ja, ich muss ein bisschen Sachen zensieren, leider. Was du da alles ja, postest. Snapchat, das ist easy. Aber wir sind auf jeden Fall momentan gut beisammen. Zweiter Abend, heute ein bisschen easy. Und ja, das war's eigentlich auch schon. Ich wollte euch heute mal den ganzen Tag mitnehmen. Jetzt geht's wieder weiter auf Snapchat, Leute. Ihr wisst Bescheid, Snapchat, Misha Jan jetzt oder Patrick.reiser. Dort machen wir die ganzen Sachen, die, ja, die man vielleicht ab und zu auch mal auf YouTube posten könnte. Aber alles easy. Hoffe, es hat euch gefallen, Leute. Wenn es euch gefallen hat, Support with a thumbs up. Vorschläge, was sonst noch so kommen soll. Nächste Woche sind wir in Teneriffa. Dort werden wir auch was filmen. Und dann geht es dann, wie gesagt, los mit der Expo. Beziehungsweise mit der FitCon und der Basel Expo ist auch geplant. Fitness Expo, Leute. Checkt die Tickets ab. Ist zwar erst im November, aber wenn ihr in der Nähe seid aus der Schweiz, oder sogar aus Basel kommt, in der Nähe kommt auf jeden Fall vorbei. Es wird die FIBO 2.0 für die Schweizer. That's it. Ich danke euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Peace out!